Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, liebe Freunde. Ja, ihr habt schon richtig im Titel gelesen, Lootboxen, es geht weiter. Erstmal, bevor wir jetzt richtig reinstarten in Diskussionen, Argumente, Austauschen etc. pp. Wer Bock hat, ein paar Lootboxen zu sehen, checkt gerne meinen Stream ab. Freitag, Samstag, Sonntag, wenn wir ein paar Kisten öffnen, habe ich Bock drauf, kommt gerne vorbei. Checkt gerne den Link in der Videobeschreibung ab oder sucht Manuel auf Twitch nach algo-24, so heiße ich dort auf Twitch. Also, wollen wir erstmal starten. Schauen uns hier einmal das kurze, knackige Video an, was sich dort alles ändert, was sich dort alles tut. Man könnte ja meinen, Weihnachten ist ja schon wirklich lange her und da gab es ja kaum Kisten, kaum neue Achter. Ja, let's go ab dafür. World of Tanks feiert ab dem 16. März die Tage des Kleeblatts. Das Event umfasst drei Aktivitäten, die zum Anlass passen. Sie werden euer Glück auf die Probe stellen und garantierte Belohnungen erhalten. Meldet euch jeden Tag im Spiel an, schließt einfache Aufträge ab und holt euch eine besondere Währung. Im Abschnitt Vorräte für die Heimatfront des Lagers könnt ihr diese Gegenpreise eintauschen. Mehr dazu findet ihr auf der gesonderten Webseite zur Feier. Einmal am Tag könnt ihr euch dort kostenlose Geschenke abholen. Wählt einfach 5 zufällige Karten aus und erhaltet einen Bonuscode, der euch hilfreiche Preise für noch mehr Spaß einbringt. Als nächstes... Okay, kurz dazu, gibt es ja auch in vielen anderen Spielen, wollen natürlich, dass sich Leute anfangen, regelmäßig einzuloggen. Dadurch generiert man natürlich auch weiter Traffic bzw. Spieler, die sich vielleicht sagen, ja, ob ich mich jetzt heute anmelde oder nicht, ist scheißegal, aber mit so einem Event lockt man natürlich auch viele Leute. Ist ganz schön für die Leute, die jetzt Free-to-Play unterwegs sind, deswegen begrüße ich das eigentlich definitiv sowas, die kein Geld oder nicht wirklich viel Geld reinstecken, wie der ein oder andere von euch da draußen. Der freut sich schon, dass die Kreditkarte jetzt gleich wieder richtig glühen wird, aber Spaß beiseite, finde ich prinzipiell erstmal nichts Verwerfliches dagegen. Grünes Licht für neue Fahrzeuge, Pakete mit Grünes Licht für neue Fahrzeuge, Pakete, Geld, so. Schätzen erwarten euch im Laden. Alle Pakete enthalten Aufträge für 5x EP und Smaragdkisten. Jede Kiste kann eins von 9 verfügbaren Premium-Fahrzeugen enthalten. Darunter auch ein Neuankömmling, der erste japanische Premium-Jagdpanzer. So, was wir natürlich hier sagen können, das ist eigentlich eine relativ leichte Schlussfolgerung. Wenn man sich ein bisschen mit WoT auskennt, weiß man immer, es kommt immer erst der Premium-Panzer, dann kommt die Reihe, also wird es hier auch japanische Tank-Destroyer bald geben. Ja, ich denke, das ist kein großes Geheimnis oder ich würde es jetzt mal so interpretieren. Ich weiß tatsächlich nichts Offizielles, aber so ist es bisher immer gewesen. Es kam immer erst der T8er Premium-Panzer der jeweiligen Reihe und dann kam die neue Reihe, die implementiert wurde. Der Type 5 Kairi hilft euch, Besatzungen für den neuen Zweig auszubilden, haufenweise Kreditpunkte zu sammeln, mit seiner Panzerung Granaten abzuwehren und präzise zu schießen. Dieser Sturmjagdpanzer jagt schwere Panzer in ihrer natürlichen Umgebung. Sein großkalibriges Geschütz bietet beeindruckende Durchschlagskraft und gute Werte bei der Zielerfassung bei einem solchen Schaden pro Schuss. Unterstützt verbündete schwere Panzer und fegt mit dem Kairi eure Gegner hinweg. Ihr könnt auch die Su-130 PM Waldgeist erhalten. Ja, Su-130 PM, kurz dazu. Sowjetischer T8er TD, ähnlich wie der Scorpion. Der eine sagt, ey, die Su trifft alles, der andere sagt, der Scorpion trifft alles, sind sich relativ ähnlich, die Su hat mehr Alpha-Schaden als der Scorpion, finde ich trotzdem auch einen relativ brauchbaren TD definitiv und den Skin finde ich sehr cool. Und sowieso finde ich Skins insgesamt saugeil. Also was die teilweise momentan rausbringen an Skins, finde ich mega. Und ich glaube auch, dass man, wenn man sich da nochmal mehr Gedanken drüber macht, man richtige Taskforce in Anführungszeichen dort reinsteckt in dieses Thema Skins, wie kann man mit Skins vielleicht traden, sonst was, fände ich das eigentlich echt cool, dass man da deutlich mehr mitmacht. Ja, weil Skins geben nicht unbedingt, also geben keinen riesen Vorteil, außer die 3% mehr Tarnung, was ihr aber auch mit den ganz günstigen Skins hinbekommt. Aber die sehen halt einfach geil aus. Das Fahrzeug ist ebenso gefährlich wie die reguläre Su-130 PM, besitzt aber einen eigenen Geist und ein eigenes Aufsehen.
Ja, muss man ganz klar einfach sagen, sieht richtig geil aus. Wenn man den für eine Sekunde so sieht, sieht er aus wie so ein kleiner Waffenträger, so ein bisschen. Aber Spaß beiseite. Den Skin finde ich persönlich, meine persönliche Meinung, cool. Ja, ich mag so ein bisschen, wenn da ein bisschen was blinkt, ein bisschen was cool aussieht, so 3D-mäßig. Aber es gibt auch viele von euch, die sagen, oh, nee. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die aktuelle Skin-Politik von Wargaming findet. Was könnte man verbessern, was könnte man, ja, vielleicht so lassen. Was muss man vielleicht sogar ändern? Es gibt auch andere seltene und interessante Premium-Fahrzeuge. Den Gonzalo. Gonzalo? Stehe jetzt gerade am Schlauch. Für mich sah der kurz aus wie der Gizor. Aber gut, weiter geht's. Den Emil 1951. Emil 1951 auf seiner Stufe top, ähnlich wie der Emil 1, wobei ich den Emil 1 eigentlich noch cooler finde als den 1951er. Ist nicht unbedingt ein Must-Have-Panzer. Den 59 Patton. Müll, weil der einfach so einen riesen Cupola hat, kann man links und rechts neben der Blende penetrieren. Den Altproto AMX-30. Kann man auch in der Garage haben, muss man aber nicht. Kein riesen Punkt, wo man sagt, boah, wow, was ein mega Fahrzeug. Lustig mal zu spielen, aber das war's dann auch. Den Kirovets 1. Gleich auch wieder wie beim Altproto. Den Chieftain T95. Gleiche, brauchen wir eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, bisher ist es auch nichts dabei, was mich so Mods umhaut. Den gab es damals tatsächlich nur, als ich meine, berichtige mich gerne, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber den Chieftain gab es damals nur für Leute, die in den Spieler geworben haben. Ja, deswegen, ich meine, ich kann das jetzt einfach auch ganz offen und ehrlich sagen, ich habe damals mir meinen eigenen zweiten Account sozusagen geworben und habe den selber hochgespielt und habe damit praktisch mir auf meinem Main-Account den Chieftain, diesen 8er Chieftain geholt. Es gab es damals als Reward, später oder mittlerweile ist es ja so, dass man sich dann einen von 5 8er Premiums aussuchen kann, die jetzt aber nicht unbedingt gut sind. Und die Turtle MK1. Ja, der ist cool, der ist nice, macht Bock, können wir auch gerne mal wieder im Stream spielen, wurde relativ wenig requested, aber ich denke, da können wir auf jeden Fall nochmal reingehen, weil der ist echt geil. Das ist eine Torte auf Stufe 8, super schnell schießend, hohe Panzerung, finde ich sehr, sehr stark, das Fahrzeug. Ist ein Tank Destroyer. Eine großartige Auswahl. Panzer, die er noch nicht besitzt, findet ihr zuerst. Wenn kein Fahrzeug in den ersten 49 Kisten ist, erhaltet ihr garantiert eins in der 50. Kiste. Die Kisten können auch einen von 10 2D-Stilen enthalten. Sie sind alle selten und wunderschön. Denn diese Feierlichkeiten verlangen nach schicker Kleidung. Ja, der eine gefällt der mehr, der andere der mehr. Geschmackssache. Ist okay, sind halt 2D-Skins. Zusätzlich zu zufälligen Fahrzeugen und Stilen enthält jede Kiste auch garantierte Belohnungen. So, Drop-Chance 100%. Das heißt also Credits, Premium-Tage, Booster, was haben wir hier, Besatzungsbücher, Crewmitglied, Drop-Chance 10%, mit den Stilen und 4% Drop-Chance auf einen 8er Premium. Okay, ja, ist wie gesagt ja mittlerweile Pflicht, dass sie die Chancen angeben und mitteilen müssen. So, nachgelesen habe ich, war ein bisschen schwammig, aber die Boxen sind ja prinzipiell sehr günstig, sollen... gehe jetzt einfach mal von aus, dass es stimmt, für einen Dollar, einen Euro verkauft werden und die Sachen sollen sich wirklich sehr lohnen, also wirklich einen großartigen Return liefern, das ist die Aussage von WG, ich hoffe, ich schieße mir jetzt gerade nicht ins Bein, dass ich das so sage, aber das wurde so gesagt und mit uns kommuniziert, das übernehme ich auch einfach so, jetzt mal auf mein Risiko sozusagen. Ich bin gespannt, wir werden, wie gesagt, insgesamt mal 200 Kisten ziehen. Kuss geht raus an den CC-Bonus in diesem Sinne, 100 auf dem Presse-Account, 100 auf dem eigenen Account und werden mal gucken, was wir da so rausziehen. Hier steht tatsächlich Gonzalo, also habe ich mich verguckt. Nee, bin ich gespannt. Wir haben natürlich kein Gold diesmal drin, sondern nur Credits, Premium, was wir so an, ja, Währung, Anführungszeichen, haben, also eigentlich nur die Credits. Und mit diesen anderen Sachen können wir ja relativ
erstmal wenig kaufen. Natürlich, klar, mit Besatzungsbüchern können wir Crews erforschen etc., aber so im Großen und Ganzen gibt es diesmal kein Gold. Aber kommen wir gleich dazu, gucken uns das Video kurz fertig an. Feiert diese fröhlichen Tage mit uns. Sammelt Belohnungen, deckt Glückskarten auf und holt euch Smaragdpakete. Lasst das grüne Licht aufleuchten. Ja. Smaragdpakete. So, einmal kurz in hier in der Overview. Prinzipiell finde ich in der Mitte cool. Hidden Treasure Map. Kann man Glück haben, kann man Pech haben. Ist für alle Free-to-Play-Leute cool, definitiv. Die Kisten, denke ich, haben wir eigentlich alle so ein bisschen gespaltene Meinung drüber. Ich persönlich sage, okay, wer Bock hat, was zu investieren, investiert. Wer keinen Bock hat, investiert nicht. Klar, es geht um den neuen Premium-Panzer. Den kann man aktuell nur aus diesen Kisten dann wieder ziehen. Ja, weiß ich nicht. Also fällt mir schwer, da so ein Statement zu sagen. Aus Sicht des eines Unternehmens schlauer Move. Aus Sicht eines Spielers, der würde natürlich lieber 30, 35 Euro ausgeben und das Ding haben. Ja, wenn er es gerne haben möchte. Anstatt hier so Kisten zu ziehen. Deswegen eher schwierig, muss ich ganz klar sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur den neuen Panzer will. Aber immer noch, denkt bitte dran, wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ihr wollt da Kisten etc. öffnen und was machen und macht das nur wegen den 8er Premium, sag immer wieder dazu, das ist Glücksspiel. In ganz vielen Spielen habt ihr ja mittlerweile diese Thematik mit diesem Glücksspielzeug. Da muss man ganz klar einfach sagen, bitte, bitte, bitte setzt euch ein Limit. Macht es nicht nur wegen den 8ern. Ich weiß, es ist immer leicht gesagt und so. Und die Hauptfreude ist ja, wenn man sich 8er zieht. Aber macht es bitte nicht nur aus diesem Grund. Ja? Steckt euch ein festes Limit. Sagt, okay, ich hole mir 10 Boxen, ich hole mir 50. Denkt dran, es ist ein Spiel. Ja? Also wenn ihr jetzt in der aktuellen Situation kein Geld für Essen habt, wäre es dumm, wenn ihr hier Boxen holt. Aber dann muss ich auch irgendwie sagen, seid ihr ein bisschen selber dran schuld, wer sich da Boxen holt. Aber ich sag's gerne nochmal dazu, falls es jetzt bei jemand sich angesprochen fühlt, der gerade Hunger hat und überlegt, sich Boxen zu kaufen. Ja, soll es alles schon gegeben haben. Deswegen, bitte, bitte passt auf, ist Glücksspiel. Ja. Spiel ist ab 12, also Jungs und Mädels da draußen, die auch unter 18 sind, steckt euch wirklich ein Limit ab, wenn ihr da jetzt meint, an die Tanke rennen zu müssen und Paysafe-Karten aufzuladen oder sonst irgendwas, ja. Ich will jetzt auch nicht beschreiben, dass ich es das früher selber nicht gemacht habe, aber steckt euch ein Limit, ja. Buttert nicht euer ganzes Geld da rein. Spielt euch das lieber mit eurer Spielzeit nach der Schule ein bisschen zocken, so hat keiner was dagegen. Macht's aber sinnvoll. Gut, genug am Moralapostel gespielt. Thema Twitch Drops gibt's auch, also schaut gerne vorbei auf Twitch. Wir werden sicherlich noch viel diskutieren über das Wochenende. Erstmal ganz kurz so ein bisschen als Info-Input zu den Boxen von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ, so wie ihr es haben wollt, kurz, prägnant auf den Punkt gebracht. Es war ein bisschen viel Moralapostel. Vielleicht für den einen oder anderen sagt, jo, Algo, nervt mich nicht. Mein Ding, klar, ich will es trotzdem dazu sagen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis auf Twitch. Lasst gerne ein Abo da. Kuss und Gruß geht raus, haut rein. Ciao. Kakao.